Das Sportlerheim in Eppendorf war wieder einmal Anziehungspunkt für den Empfang der Vereine. Dazu lud der Bürgermeister der Gemeinde Axel Rödling ein. Dies ist eine gute Tradition seit 2002. Er begrüßte alle Gäste auf das Herzlichste. Für den Bürgerpreis 2023 wurde Ines Trommler vorgeschlagen. Die Laudatio dazu hielt Katrin Ender. Sie ist Erzieherin in der integrativen Kita Pfiffikus Eppendorf. Die Ines Trommler und ihre Familie sind seit dem Jahr 2000 als Pflegefamilie tätig. Auf den ersten Blick ist das nicht das klassische Beispiel für den Bürgerpreis. Denn die Pflegeelternschaft ist ein Beruf und das Jugendamt schafft den finanziellen Rahmen für den Unterhalt der Kinder. Bei Trommlers finden Kinder, für die das Jugendamt einen Platz sucht, ein Zuhause in einer Familie. Sie erhalten Geborgenheit und eine liebevolle Erziehung, sodass sie im Leben Fuß fassen können. Für Ines Trommler ist es eher Berufung und Lebensaufgabe als ein Beruf. Über die Jahre wurden und werden in der Familie 34 Kinder betreut. Die Kinder werden in allen Bereichen gefördert. Fachärzte aufgesucht, zu Therapien gefahren und sogar gemeinsame Urlaubsreisen gemacht. Pflegeeltern wie Trommlers haben Kinder, die keinen guten Start ins Leben hatten, mit Liebe und Gottes Segen eine gute Zukunft geschaffen. Manche leben heute als junge Erwachsene selbstständig in der Nähe. Doch Familie Trommler bleibt der Anlauf- und Beziehungspunkt für alle Kinder. Dies sind alles Dinge, welche auch die Gemeinschaft unserer Gemeinde stärken. Deshalb habe ich Ines für den Bürgerpreis vorgeschlagen. Kinder der Einrichtung Pfiffikus boten ein kleines Programm und sangen verschiedene Lieder. So wir gehen den Weg von hier. Die Gäste bedankten sich für die Darbietungen und spendierten viel Applaus. Der Gemeinderat hat sich dafür ausgesprochen, Ihnen den Bürgerpreis für 2023 zu verleihen. Ich gratuliere Ihnen ganz herzlich, wünsche Ihnen ganz viel Kraft für Ihre ehrenvolle Aufgabe. Ines Trommler erhielt die Urkunde, einen kleinen Briefumschlag und Blumen. Im Anschluss sprachen wir mit ihr über die Auszeichnung und über ihre Tätigkeit. Ich war total überrascht und stehe eigentlich nicht so gerne im Vordergrund, bin lieber so im Hintergrund, aber ich freue mich. Seit 2000 nehmen wir Kinder aus Notsituationen in unsere Familie auf und gehen mit denen mehrere Monate oder manchmal auch bloß Wochen oder manche sind auch heute noch in unserer Familie und begleiten sie auf dem Weg ins Leben. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass wir alle gesund bleiben und dass vielleicht sich noch mehr Eltern dann mit dem Thema auseinandersetzen und dass vielleicht ihr Herz berührt wird und dass sie sich dann kundig machen und vielleicht auch dem Kind ein Zuhause geben. Ist eine schöne Aufgabe. Bedanken möchte ich mich ganz herzlich bei meiner Familie, bei meinen Kindern, die uns immer unterstützen. Ohne die wäre es nicht so einfach, weil wenn wir mal einen Termin haben oder verhindert sind, springen dann unsere eigenen Kinder oder Pflegekinder, die Erwachsenenpflegekinder ein und betreuen dann die Schützlinge. Mit einem Glas Sekt wurde auf das Jahr 2024 angestoßen. Unter dem Motto, das war 2023, ein Jahr im Rückspiegel, blickte Axel Rödling noch einmal auf die Ereignisse des letzten Jahres zurück. Diesbezüglich hatte er eine Präsentation vorbereitet. Es war ein sehr bewegtes Jahr. Es ist schwierig, ein einzelnes
Event oder eine einzelne Maßnahme rauszupicken. Aber wir haben im Jahresrückblick gesehen, dass es eine ganze Menge Veranstaltungen gab. Während das 2022 so noch nie wieder möglich war, haben wir gesehen, wie bunt das Leben in der Gemeinde Eppendorf im Jahr 2023 war. Und neben dem gesellschaftlichen Leben gibt es natürlich die eine oder andere Baumaßnahme, die bewältigt werden will. Auch da gibt es nicht dieses besondere Highlight, aber wir haben einen bunten Mix geschafft. Wir haben unseren Schulstandort gestärkt, haben dort Baumaßnahmen gemacht, vor allen Dingen am Sportplatz. Wir haben die Feuerwehr mit neuer Technik versorgt, haben dort ein Fahrzeug im letzten Jahr bekommen, ein neues für dieses Jahr bestellt. Ich würde sagen, rundum gelungen. Im Jahr 2024 sind in Eppendorf verschiedene Projekte im Plan. Wir wollen im Jahr 2024 beginnen, die Löschwasserversorgung in unserem Ort zu verbessern. Wir werden die erste neue Zisterne bauen, da sind wir auch auf einem guten Weg. Schauen wir, dass wir dort was lernen, weil das wird nie die einzige bleiben. Ja, und ansonsten gibt es viel zu tun. Wir haben eine ganze Menge Infrastruktur, die in Ordnung gehalten werden will. Und da müssen wir in jedem Gebäude jedes Jahr was machen. Das sieht man dann nach außen nicht so. Das bindet aber enorme Kapazitäten in Manpower und auch in Geld. Und mit der Unterhaltung von unserem Eigentum werden wir auch in diesem Jahr gut beschäftigt sein. Wir haben als Gemeinde Eppendorf im Jahr 2020/21 am geförderten Ausbau teilgenommen. Damals ist Glasfaser bis an den Bordstein gelegt worden. Bis in die Wohnungen ist das Kupferkabel erhalten geblieben. Glasfaser bis in die Wohnung ist aber das Ziel. Und der Glasfaserausbau jetzt ist die logische Folge von dem Ausbau 2020/21. Ich möchte alle unsere Bürger bitten, dort eine kluge Entscheidung für sich und ihre Immobilie zu treffen. Und lassen Sie uns gemeinsam das Projekt erfolgreich über die Bühne bringen. Und so sieht es mit dem Nachwuchs in der Gemeinde aus. Wir haben im letzten Jahr leider einen Geburtenknick erlebt. Im letzten Jahr sind bis Oktober nur 12 Kinder geboren worden. Das ist weniger als die Hälfte von dem, was wir sonst so an Geburten hatten. An der Ausstattung der Gemeinde Eppendorf kann es nie liegen. Wir hoffen, dass es ein Ausreißer nach unten war. Wir haben zwei gute Kitas, haben uns auch darum gekümmert, dass wir ausreichend Hortplätze zur Verfügung stellen können. Wir haben als kleine Gemeinde eine Oberschule im eigenen Ort. Das ist ein enormer Pluspunkt für unsere Gemeinde. Dort werden wir alle Anstrengungen unternehmen, dass das so bleibt und dass wir dort gute Bedingungen bieten können.